Okay, jetzt zeige ich euch mal die drei lustigsten Methoden, meiner Meinung nach die drei lustigsten Methoden, Counter-Strike zu üben, ohne dass ihr anderen Leuten auf die Nerven geht. Auf die Nerven geht bedeutet, wenn ihr am Anfang noch nicht in dem Spiel drin seid und ihr beispielsweise wie ich jetzt von PUBG kommt und euch erstmal mit den Spielmechaniken generell mit dem Gunplay vertraut machen müsst, dann würde ich euch empfehlen, macht am Anfang erstmal so ein paar Trainings-Maps. Und da finde ich zum Beispiel Practice Arms Race ganz cool. Was macht Practice Arms Race? Arms Race ist einfach, ihr müsst mit jeder Waffe, glaube ich, 2 Kills machen. Dann kriegt ihr immer eine andere Waffe und den letzten Kill müsst ihr dann mit dem Messer machen. So, wie sieht es aus? Ihr seht es hier, ich bin unterwegs, da unten, so kommen irgendwelche Oompa Loompas. Das sind alles Bots, wohlgemerkt, das war der erste Kill. Das ist eigentlich nur, um zu checken, wie welche Waffe funktioniert. So, die ersten 2 Kills gemacht, dann kommen die nächsten 2 Kills mit der Orb. Ihr seht, ich bin nicht gut, ne? Also um Gottes Willen, ich bin jetzt hier kein Profi-Gamer, aber so, dann kommt die Farmers. Die Bots sind halt auch ultra schlecht. Also, ich weiß gar nicht, ob man die Bots anders einstellen kann. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. So, sick. M4. Es ist einfach nur stumpfes. Oh Gott, das ist die schlechteste Knarre im Game. Die Bots schießen halt echt fast nicht zurück. Also, sie schießen schon zurück, aber da müsste schon echt. Seht ihr das? Die schießen nicht zurück. Es geht einfach nur mal darum, das Handling zu üben, sozusagen. Ihr seht, ich habe das Handling 0 drauf. So, jetzt. Da ist auch noch einer. Ja, erzähl das bitte keinem, was ihr hier seht. What the hell? What the hell? Seriously? So, metzelt euch jetzt quasi so durch die ganzen Waffen durch, die es jetzt alle gibt. Wie gesagt, wenn ich aufnehme und nebenher rede, dann ist es immer, finde ich. Und jetzt haben wir ja uns schon recht weit nach oben durchgearbeitet und das letzte ist dann ein Messer. So, und das ist quasi dieses Arm Race. Einfach alle Waffen mal in einem Rutsch durch. Dadurch, dass ich jetzt nebenher gelabert habe, war ich etwas unkonzentriert, aber übt es ein bisschen. Ich finde, es ist ganz lustig, einfach mal um ein Gefühl für die Waffen zu kriegen. Das ist gut. So, dann Arms Race mit Bots. Ich glaube, man kann irgendwie die Bot-Schwierigkeitsstufe einstellen. Fragt mich nicht, wie. Es gibt bestimmt den einen oder anderen schlauen Konsolenkommando, das eine oder andere schlaue Konsolenkommando. Dann gibt es noch Workshop-Maps. Ich habe diese drei Workshop-Maps mir ausgesucht, die finde ich ganz nice. Wie kommt ihr an die Workshop-Maps ran? Also die eine heißt Aim, Bodenstrich-Trini, Dust2, Pre-Fire und Warm-Up. Ihr klickt hier auf den Workshop, dann kommt ihr schon auf die richtige Seite und dann tippt ihr dann einfach die Namen der Maps ein, die ihr möchtet. Wie gesagt, die ich jetzt schon habe, kann ich das irgendwie most subscribed? Ne, das will ich nicht. Kann ich meine anschauen? Your Favorites? Ach, ich habe die nicht als Favorite hinzugefügt. Ne, okay. Muss ich die dann suchen, ne? Mal ganz kurz. Aim Trini. Gib da einfach ein. Aim Trini. Und da ist es. Und dann klickt ihr hier drauf. Und dann könnt ihr sie subscriben. Ich habe sie schon subscribed. Ich packe sie nochmal in die Favoriten. Dann, genau. Und jetzt schauen wir uns mal an, was euch dort erwartet. Das To Prefire und Warm-Up, wie gesagt, sind auch noch 2 Karten. Ich empfehle euch einfach alle 3 runterzuladen, beziehungsweise zu subscriben und dann habt ihr die direkt hier verfügbar. So, Aim Trini ist eine coole Map. Sehr minimalistisch. Eigentlich mehr oder weniger sowas ähnliches wie Kovacs oder Aim Labs, aber in-game, was ganz geil ist. Ah, da ist jetzt das Skin dran. Frag mich bitte nicht. Was ganz geil ist, weil es bedeutet, die Sensitivity, die FPS und alles stimmen halt genau überein. Anders als wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Kovacs oder mit Dings spielt, mit Aim Labs,
weil dann müsst ihr das immer wieder neu einstellen, so dass es den Einstellungen im Spiel entspricht. Wohingegen hier könnt ihr einfach direkt mit euren Spieleinstellungen spielen. Ihr ballert auf die Waffe, dann spawnt die, könnt eine andere Waffe auswählen. Also alles da, was das Herz begehrt, ne? Orb. Und da könnt ihr natürlich auch diverse andere Modi einstellen. Ich nehme mal wieder die Kartell. Und dann könnt ihr ja einfach mal so ein bisschen rumspammen. Probiert es ruhig aus. Ihr könnt auch Moving Targets anschalten, random. Und dann wird es Sachen ein bisschen interessanter. Dann müsst ihr quasi die Targets so verfolgen. Seht schon, da tut man sich jetzt dann schon deutlich weniger leicht. Jetzt wird es unübersichtlich. Und ihr könnt auch, wir machen immer die Moving Targets wieder aus. Meine persönlich, was ich ganz cool finde, ist, ihr macht die Lebensenergie von diesen Targets höher. Und dann könnt ihr, dann müsst ihr fünfmal treffen, um das Target zu killen. Die AK hat in dem Game so einen richtig lustigen Spray, ja, ihr seht es. Ihr müsst auch nicht nachladen übrigens, Fun Fact. Also der Spray-Pattern ist, es geht nach oben, dann geht es nach links, es geht nach oben, dann geht es nach rechts und dann geht es nach links. Das bedeutet, wenn ihr dieses Spray-Pattern versucht auszugleichen, dann geht ihr hier drauf und dann könnt ihr quasi das Ausgleichen von diesen Spray-Pattern auch üben. Wichtig ist auch, es gibt dann noch so einen speziellen, so eine spezielle Einstellung. Ich zeige euch das ganz kurz. Bei Game, bei Crosshair. Und zwar Follow Recoil müsst ihr anmachen. Dann springt das Zielkreuz immer an die Stelle, wo der nächste Schuss hingeht. Seht ihr, wie das Zielkreuz springt? Das ist ganz gut, ganz am Anfang, um die Recoil-Patterns zu lernen von dem Game. Weil es ist nämlich so, anders als bei PUBG, sind hier die Recoil-Patterns immer gleich. Was ziemlich crazy ist, weil es bedeutet, ihr könnt einfach die Recoil-Patterns auswendig lernen. Dazu braucht ihr natürlich sowas wie diesen Aim-Trainer hier. Und dann könnt ihr theoretisch Loch in Loch schießen, auch in Vollauto. Was bei PUBG unmöglich ist, weil das random Numbers sind. Also es springt mal nach links, es springt mal nach rechts. Das ist bei CS2 interessanterweise nicht der Fall. Also ihr könnt wirklich die Patterns auswendig lernen. Crazy. Okay, ihr könnt aber keine neuen Waffen spawnen. Da müsst ihr wieder in das andere Level zurückkehren, dann könnt ihr die Waffen spawnen. Okay, wie gesagt, probiert damit ein bisschen rum. Es gibt echt unendlich viele Möglichkeiten, da rumzuprobieren. Ihr könnt irgendwie, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Orb habt, auch irgendwie Distanzschüsse üben, indem ihr ganz nach hinten lauft. Dann wird es schon ein bisschen kleiner, ne? Und dann könnt ihr da irgendwie so Moving Target, ihr könnt alles einstellen. Wir machen die Moving Targets mal wieder an. Und dann seht ihr, wird es schon interessanter. Ja, und ich schieße natürlich die ganze Zeit daneben, aber ihr seht, der war getroffen. So funktioniert dieser Aim-Trainer. Ganz cool. So, wir gehen raus. Alle Aim-Trainer hier machen echt richtig Laune, muss ich sagen. Warm-up ist auch ganz nice. Eine sehr abgeschwächte Variante von dem Aim-Trainer. Wir schauen auch mal ganz kurz rein. Das ist eine Map, die seht ihr halt unglaublich oft. Da könnt ihr, wartet mal ganz kurz. Ja, genau, hier oben. Mirror Movement, No Kevlar, Kevlar, könnt ihr das alles einstellen. Add Bots, dann könnt ihr dann mehr Bots spawnen. Und dann einfach so diese Headshots. Ja, nee, genau, ihr müsst schon Headshots machen mit der AK. Bedeutet, ihr könnt es da schön üben. Also so ein bisschen einfach Aim-Training, ne? Schöne Sache. Finde ich ganz cool. Ah, okay, nice. Und die Typen laufen dann auch. Also wenn ihr hier das Mirror-Movement anmacht, dann laufen die quasi so, wie ihr auch laufen würdet. Ihr könnt dann theoretisch auch, könnt ihr da irgendwelche lustigen Corner-Peaks machen? Es geht nicht, ne? Oder? Geht es? Ja, doch, es würde schon gehen. Ist ein bisschen ungeeignet. Aber dafür habe ich was Besseres. Wenn ihr Corner Peaks machen wollt,
Schauen wir uns dafür mal lieber die nächste Karte an. Und zwar meine persönliche Lieblingskarte, die ist ultra hart. Das ist meiner Meinung nach das Training, was am meisten Laune macht. Und das ist Dust Prefire. Gibt es natürlich auch für die anderen Maps. Und das ist die Karte, die wirklich am meisten Laune macht. Ihr seht es schon, ne? Die Deuterinos stehen überall rum und ihr müsst die dann so schnell wegplanieren. Wir spielen das mal auf Easy mit der Deagle. Deagle, Easy. Wenn ihr hier durchgeht, fängt die Zeit an zu laufen. Hier oben ist der Timer. Ihr seht, ich bin super. Irgendwann wisst ihr auswendig, wo die Deuterinos stehen. Oh, nachladen. Ihr seht, ich bin nicht gut, ne? Aber wie gesagt, ich laber auch nebenher. Verzeiht mir das also. Wenn ich nebenher nicht labern würde, mich voll und ganz aufs Game konzentrieren, dann wäre ich vielleicht ein bisschen besser. Ein bisschen. So, da steht auch noch einer. Da unten ist einer. Da ist einer. Wir marschieren weiter. Haben wir einen übersehen? Da hinten war auch noch einer. Da ist einer. Das sieht jetzt ultra lame aus, ne? Was wir hier machen, ist mega langweilig. Da stimmt mir jeder zu. Irgendwann haben wir noch einen übersehen, oder? Haben wir noch einen übersehen? Das passiert doch beim nächsten Mal nicht, keine Sorge. Hä? Wartet kurz. Ich habe echt irgendwo so ein Deuterino stehen lassen. So. Jetzt geht die Tür auf, dann können wir weiter. Ziel ist es, wie gesagt, diesen Parcours so schnell wie möglich abzuschließen. Und ganz wichtig, es gibt noch zwei andere Schwierigkeitsstufen. Aber jetzt machen wir erstmal die Schwierigkeitsstufe fertig. Die ist natürlich lame, ne? Das ist wie so ein, keine Ahnung, so ein Wildwest, so eine Wildwest-Shooting-Range. Ihr rennt da durch, die Typen tun euch nichts. Cool finde ich halt, dass die in Stellen stehen, wo normalerweise auf den Maps auch irgendwelche Deuterinos rumstehen würden. Das bedeutet, das ist schon recht realistisch. So, weiter geht's. Nächste Runde. Da steht der nächste. Einfach die Typen so nach und nach wegsemmeln. Und da sind noch zwei. Ihr seht die Trainer sich auch ein bisschen in eure Runde, in eure Richtung, aber sie schießen nicht. Dann geht die nächste Tür auf. Und ich glaube, ihr kriegt auch eine relativ gute Zeit zusammen, wenn ihr jetzt hier einfach die Deuterinos einfach so wegknipst. Aber wartet kurz ab, ich zeige euch die anderen Schwierigkeitsstufen auch noch. Die sind nämlich knüppelhart. Wie der Name schon sagt. So, 228. Merkt euch diese Zahl. Wir gehen in den, ganz ehrlich, wir gehen in den Hard Mode. Wir geben es uns gleich richtig. Hard Mode und AK, das ist richtig krass schwer. Wir probieren es. Weil die schießen jetzt nämlich zurück, die Dudes. Eins. Zwei. Drei. Wenn ihr denkt, das ist leicht, vergisst's. Ihr müsst jetzt richtig aufpassen. Seht ihr das? Der hat mir sofort ein Handy gedrückt gerade. Und ich bin tot. So, los geht's von vorne. Los geht's von vorne. Ihr habt irgendwie ein paar Millisekunden Zeit, die Typen auszuknipsen. Seht ihr? Der andere ballert schon auf mich. Und die machen Headshots, ne? Das sind keine irgendwie... Super erledigt. Hat mich durchs Fass erschossen. Ihr dürft euch nicht mehr besonders viel Zeit lassen mit dem Umballern, weil wie gesagt, die machen sofort Headshots. Das war knapp. So, da hinten ist auch noch einer. Wir wissen, dass da einer steht. Er hat angefangen zu schießen. So, den haben wir. Okay, jetzt. Ja, das war auch schon wieder ein Headshot gewesen. Okay, den haben wir auch. Probiert's aus. Wenn ihr denkt, das ist einfach, probiert's aus. Ich sag's euch, es ist nicht einfach.
Weil ihr fangt nämlich wieder von vorne an, wenn euch einer von den Typen erwischt. Seht ihr das? Ballert sofort drauf. Den Hammer. Und weg. Den hatte ich noch nicht mal gesehen gehabt. Also ihr müsst schon ein bisschen treffen können. Und tot. Das war schon wieder die letzte Millisekunde. Okay, nice. Zu langsam. Ich war zu langsam. Probiert es. Das ist richtig gutes Training. Oh, und ein Headshot. Habt ihr das gesehen? Zu langsam. Jetzt kann ich den Rest schon gar nicht mehr schaffen. Wobei, vielleicht schaffen wir es doch. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es doch. Da hinten ist einer. Wir können die auch irgendwann auswendig, die Karte. Da oben steht auch noch einer. Hammer. Okay. Die zwei links sind hart. Die müssen wir... Den haben wir. Oh, da unten. Der da unten. Hammer. Das ist immer mein Angstgegner, der da oben. Der macht mich immer platt. Von vorne. What? Warte mal, lass mich mal... Also ich zeige euch mal, mit der AWP ist es einfach. Nur damit er mir auch glaubt, dass es machbar ist. Zu langsam. Gebt euch die Zeit. Bis das Ding repetiert ist. What? Der andere hat mich schon gesehen gehabt. Der macht... Die machen nur Headshots. Okay, wartet kurz. So, wir machen mal Medium. Dann geben die sich eine Millisekunde lang... habt ihr eine Millisekunde länger Zeit, bis sie anfangen mit ihren Headshots. What? Habt ihr das gesehen? Der ist respawned. Was? Wieso respawnen die Typen? Das war beim letzten Mal nicht. Da waren zwei. The hell? Okay, das ist buggy. Komm, wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal. Nachladen. Rennt nicht ums Eck. Nachladen. Autsch. Das hätte mein Tod sein können. Da war auch einer. Ah, okay, den habe ich bisher immer... Das habe ich bisher immer vercheckt, dass ich den von hier aus schon treffen kann. Den sieht man, glaube ich, aber von hier aus auch gar nicht. Genau. Ah, okay, den kann ich von hier aus schon treffen. Da steht auch noch so ein Duderino. So, Tür geht auf, weiter geht's. Das ist jetzt wohlgemerkt mit mittlerer Schwierigkeitsstufe unter AWP. Das ist also die einfachste Methode, dieses Ding zu spielen, die es gibt. Trotzdem, für alte Männer und Anfänger, wie wir sind... eine gute Sache, mal so zu starten, dann kriegt er nicht, wird er nicht sofort aus seinen Teams gekickt, weil er zu schlechtes Aim hat. Und langsam aber sicher kommen wir der Sache näher. Wir arbeiten uns durch. Unten sind, glaube ich, auch noch ein paar Duderinos. Und die machen wir auch noch weg. Uah. Das ist alles, wie gesagt, super easy, wenn ihr... Das ist alles super easy, wenn ihr... Da muss noch einer sein. So, jetzt geht die Tür auf.
Auf Medium Spiel ist es easy peasy lemon squeezy. Aber auf Hard wäre der jetzt schon tot gewesen. Also wir machen das gleich noch zum Vergleich. Oh, nachladen. Das Gute ist, die rennen euch nicht hinterher, wenn er irgendwie nachladen müsst. Anders als im echten Spiel. Aber sie würden irgendwann auf euch schießen. Und zwar nach einer gewissen Zeit. Kann man eigentlich diesen Doppelkill machen? Ihr seht schon, ich habe heimlich geübt. Autsch. Oh, nachladen. Kann man so aufpassen. Jetzt haben wir es gleich alles. Ich finde, es ist schon ein ganz gutes Training. Aber wir probieren es nachher nochmal auf Hard. Weil dann werde ich sehr schnell merken, dass es dann kein Zuckerschlecken mehr ist. Ihr seht schon, ne? Ihr könnt hier reinspazieren und es stehen 20 Typen da und ihr seht die aber auf den ersten Blick nicht. Einer muss noch da sein, keine Ahnung. So, 3,44. Und jetzt machen wir es mal auf Hard. Mit der AWP, das ist glaube ich noch die Knarre, mit der man es am einfachsten auch auf Hard schafft. Tot. Da bin ich viel zu schnell rausgerannt. Tot. Wenn er einmal daneben schießt, seid ihr geliefert. So, der andere Dudorino. Okay, sieht gut aus. Die ersten vier Hammer. Wie gesagt, wenige Millisekunden ab der Zeit. Ihr müsst ultra konzentriert sein. Das war's. Neu geht, neu starten wir. Sweaty, Leute, sweaty. Irgendwann kennt man seine Schweinchen am Gang. Da war noch einer, den haben wir das letzte Mal festgestellt, dass wir den direkt so sehen können. Oh, der hat mir ein Handy verpasst. Shit. Okay, den haben wir. Sind noch zwei oben. Einer unten und einer oben, oder? Wie ist es? Unten. Hammer? Wo ist der letzte? Ich hab so Schiss. Weil jetzt muss ich von vorne anfangen, wenn ich's ver... Da ist der letzte. Okay, nice. Der erste Checkpoint ist erledigt. Stage 2. Das bedeutet, jetzt müssen wir nicht mehr wieder ganz von vorne anfangen. Aber es ist natürlich trotzdem. Da steht der nächste. Mit der Orb ist es noch verhältnismäßig einfach. Was heißt einfach machbar? Aber es ist auf jeden Fall noch machbar. Probiert es mal aus. Probiert es mal selbst aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch ergangen ist. Es ist knüppelhart. Das hat mich jetzt schon das Leben kosten können, die Nummer. Ups, das Nachladen kann euch ja auch das Leben kosten. Wenn er zwei sieht auf einmal, seid ihr eigentlich schon tot. So, okay. Tür geht auf, weiter geht's.
Okay, noch 4 Leben. Zu schnell rum. Das Gute ist, die spawnen dann nicht wieder. Also wenn er das erstmal die erste... Oh, shit. Ja, genau. Keine Chance. Das ist die härteste Ecke, glaube ich, in dem ganzen Ding. Beide haben einen Kopfschuss verpasst. Was halt fatal ist, einfach, dass die... Ah, durch den... Ich glaube, so ist es eine gute Sache. So einfach ducken und dann aufzustehen. Das wäre denkbar, dass das schlau ist. So, jetzt räumen wir die restlichen Dudes dann noch weg. Dann schauen wir mal, wie unsere Zeit ist. Nein! Okay, nee, aber... Passt schon, passt schon, passt schon. Stürm durch. Wir wissen, dass da nur noch die 2 Deuterinos stehen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, das abzukürzen, wenn man hier beide auch mit einem Schuss erwischt. Geht es eigentlich? Ich glaube schon, ne? Mit der Orb kann man durch 2 durchschießen. Da hinten ist der Deuterino. Habt ihr das gesehen? Der macht sogar Headies durch die Kiste. Ziemlich nice. Aber jetzt habe ich ihn. The Harvey. Larry. Auch ein harter Typ. Und da war noch einer. Rechts. Und zwar der da. Puh, keine Chance, Mann. Ich habe ihn aber zumindest mitgenommen. Falls ihr euch fragt, wie spielen die Profis, so üben die, ne? Die trainieren sich das an. Wo sind die Typen? Wo stehen die Typen normalerweise? Der hat 3-mal daneben geschossen. Das gibt's normal gar nicht. Ich dachte, ich kriege ihn mit dem Messer. 4:27. Also ich habe eine Minute länger gebraucht, als einfach mit der Deagle durchzurennen. Wir machen nochmal Speedrun mit meiner Lieblingsknarre und schauen mal, ob was. Warte mal, es ist noch immer noch... Oh nein, es war immer noch auf hart. So, easy. Schneller Speedrun durch. Die machen ja jetzt nichts. Selbst das ist schon schwer genug, ne? Also einfach hier die Gegner wegzuknipsen. Reflex. Es kann nicht schaden. Und das macht er am besten mit allen Maps. Weil das ist echt die einfachste Art und Weise, die Maps zu lernen. Weiter geht's. Ich will mal wissen, was die schnellste Geschwindigkeit ist. Also ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Das wäre völlig unmöglich, wenn es auf einer Schwierigkeitsstufe stehen würde, wo die Bots zurückschießen. Wäre jetzt schon 100-mal gestorben. Aber ich finde es ganz cool, weil es euch irgendwie auch so ein bisschen die Taktik zeigt, wo stehen die Bots normalerweise rum. Oder die Bots, die Gegner. Schlecht. Aber sie ist schon gut platziert. Und das war vorhin die Stelle, wo ich sofort gestorben bin. Ist wie so ein Horrorhaus hier. Für den Terror vor allem. Alles voll mit CTs. Puh, lol, ich habe einen übersehen. Da steht noch einer. Oh mein Gott. Also es geht ja jetzt eigentlich nur um die... Darum zu schauen, wie schnell kriegt man es hin. Drei sind es noch. Ne, 4. 5. 1,54. Das ist so wahrscheinlich. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man es mit 1,30 schafft, wenn man richtig gut ist. Richtig gut. Oder vielleicht auch 1,20, 1,10. Unter einer Minute. Boah, keine Ahnung. Also, wenn das unter einer Minute schafft, dann kriegt er von mir ein Fleißkärtchen. Aber es ist auf jeden Fall nice, weil ihr könnt
ihr habt direkt was Messbares, wo ihr dann sehen könnt, ob er besser werdet oder nicht. Und einfach so reinstormen. Es gibt bestimmt irgendwie diverse Möglichkeiten, wie man hier noch Millisekunden rausholen kann. Jetzt bin ich, glaube ich, schon ganz gut. Nachladen solltet ihr vermeiden. Ne, wir müssen immer so Einzelschüsse machen. Einzelschüsse, schnelle Einzelschüsse, damit die Türen schnell aufgehen. Das ist es. Außenrum, vielleicht auch zu langsam gewesen. Na, das wird wahrscheinlich schneller als mit der M4. Come on. Das ist halt schon geil mit der AK. Seht ihr das, wie viele Winkel es gibt, von denen ihr euch aufs Korn nehmen kann, wenn ihr hier rauspusht als CT? Als Terror, das ist Wahnsinn. Also, schon allein hier stehen ja 20 CTs rum, die du... 1,48, okay, wurde besser. Aber ich glaube, wie gesagt, 1,30. Also wenn er 1,30 schafft, seid ihr gut. 1,20, 1,30? Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich glaube, das war's jetzt auch. Damit hätten wir jetzt eigentlich so alle meine, sag mal, Aufwärmroutinen abgegrast. Alle meine Trainingsmaps. Ihr seht, ich bin auch noch bei weitem nicht super, aber ich komme langsam... Oder ich werde langsam besser. Aim Trini, das zu 2 Pre-Fire und Warm-Up. Und natürlich, wenn er mal, und das machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz, dieses Arms Race ist halt auch saulustig. Das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Einfach nur, einfach mal um alle Waffen durchzurutschen in einem Rutsch. Die Bots sind natürlich auch unterirdisch. Aber es ist einfach zum Waffentraining ganz nice. Wo sind sie denn hier? Ihr seht, ich bin jetzt schon deutlich besser, weil ich einfach dieses Training gemacht habe. Ich treffe jetzt ab und zu auf dem Board. Das war ja vorhin Ultra-Fail. Nice. Lass mal hier meine... Die Bots machen halt auch nichts. Oh Gott, das ist die schlechteste Knarre von allen. Jetzt hat mich der Bot doch tatsächlich gekillt. Ich flipp aus. Da war hier einfach jetzt eine halbe Stunde vor seiner Nase gestanden und irgendwann ist ihm dann die Geduld, der Geduldsfaden gerissen. Oh Gott, wie viele Headshots muss man mit dem Ding machen? Das ist ja Wahnsinn. Falls man es überhaupt mal schafft. Okay, die hatten irgendwas deutlich Besseres als ich, zumindest für Fernkampf. Jetzt kommen dann die Doppelbarrel, glaube ich, als nächstes. Oh, die ist so schlecht. Und das war's. Also, so funktioniert dieses komische Arms Race. Ich finde es witzig, aber ich glaube, wie gesagt, man müsste es mal ausprobieren. Also, Level 17, ja, 17 verschiedene Waffen. Der zweitbeste Level 2. Ganz ehrlich, was ist das denn, bitteschön? Also, die Bots müssten auf echt unterirdisch eingestellt sein. Ich mache mal nochmal Choose Team. Kann ich das jetzt? Geht, glaube ich, nicht, ne? Ich mache nochmal mit Terrors auch, damit man es mal beides verglichen hat. Damit man einfach mal ganz kurz durch alle Waffen durchgeht. Ihr seht, die MG ist ultra schlecht. Die Magev heißt sie, oder? Eins.
What? Da habe ich jetzt zu lange gewartet. War mein Fehler. Auch noch mit meiner Lieblingsknarre gestorben. Das gibt's ja nicht. Oh nee. Müssen noch ein paar sein. Oh Gott, ist die furchtbar. Schon, also dafür ist es wert, es zu üben. Weil ihr einfach dann seht, welche, mit welchen Knarren kommt er wie gut zurecht. Das ist zum Beispiel auch was Geiles, die komischen Dual Berettas, die können ja so komplett in der Pfeife rauchen. Also und die Waffen werden immer schlechter. Ihr kriegt dann so nach und nach immer die schlechtere Waffen hier. Was aber irgendwie auch viel von dem Charme ausmacht. Und jetzt Messer. Ja, das geht so. Also wie gesagt, die Bots sind Trash. 1721. Man müsste mal schauen, ob man die schlauer einstellen kann. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, falls euch diese 3 oder 4 Maps bzw. Trainingsmodi ohne Spielerkontakt, also das ist ja alles voll rein, ohne nur auf Bot-Basis. Falls euch das gefallen hat, dann lasst mir mal ein Like und Subscribe da. Ich werde auch in Zukunft öfter mal ein CS-Video jetzt, glaube ich, machen. Gibt es schon noch ein paar interessante Sachen. Wir können auch noch ganz kurz mein Loadout anschauen. Ja, es sind schon ein paar Skins, habe ich mir gekauft. Es sind aber jetzt noch keine Sachen größer 1000 Euro dabei. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Okay, das war nur Spaß. Ich sage mal danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal und ja, wir sehen uns. Macht's gut, ciao, ciao.